Roulette und Craps live in Casinos von Las Vegas von zu Hause aus spielen Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Freitag, der 8. März 2019 und wir haben jetzt 8 Uhr morgens und wie Sie auf dem obigen Video sehen, sitze ich bei herrlichem Frühlingswetter auf meinem Balkon und spiele direkt per Livestream in einem realen Casino in Las Vegas in den USA. Dort ist es ja noch am Vorabend und Sie sehen, um den Spieltisch stehen genügend Leute herum, die auch mitspielen. Ich habe mich heute für einen Krapstisch entschieden und wie Sie auf dem Video sehen, stehen in Las Vegas im Casino um diesen Krapstisch etwa 10 Leute herum und spielen mit, also die idealen Voraussetzungen für Kraps. Wenn man beim Kraps gewinnen will, muss man eigentlich Profi sein. Ich bin aber kein Profi, sondern mehr oder weniger nur ein Durchschnittsspieler und habe deshalb jetzt live in diesem realen Spielcasino in Las Vegas auch nur durchschnittlich gewonnen. Sie können ja live direkt von zu Hause aus an diesen Spieltischen mitspielen und auch setzen und natürlich auch gewinnen oder verlieren. Es ist doch ganz gut, dass man von zu Hause aus per Livestream in einem realen Casino in Las Vegas spielen kann, denn in Las Vegas geht ja alles sehr korrekt zu und per Livestream wird es immer deutlich übertragen, was sich auf dem Spieltisch abspielt und Sie können immer noch rechtzeitig per Livestream setzen. Gewürfelt kann natürlich immer nur von dort im Casino um den Tisch her umstehenden Besuchern und Spielern und da muss man sich eben darauf verlassen können, dass man beim Craps nicht auch selbst würfeln kann, aber meistens stehen immer Profis um den Tisch herum, die auch ordentlich würfeln. Es ist also ein sehr faires Spiel hier per Livestream, aber wichtig ist eben, dass man live dabei ist und an einem Spieltisch spielt, wo ganz normale Spieler real spielen. Beim Roulette ist das ja ganz genauso, da dreht natürlich ein Croupier und es ist genauso und exakt genauso, als wenn Sie persönlich in Las Vegas vor Ort wären, am Spieltisch stehen und dort Ihre Einsätze tätigen. Ich sagte es schon, beim Craps kenne ich mich noch nicht so professionell aus und ich weiß auch nicht, ob es sogenannte Craps-Gewinnsysteme gibt, aber wenn Sie ein gutes Craps-System kennen, sollten Sie es dort auch ohne Bedenken anwenden. Denn man kann ja in 2010, 0 Kilometer Entfernung wunderbar von zu Hause aus oder aus dem Balkon alle möglichen komplizierten Sätze machen. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, es ist ein ganz enormer Vorteil, dass man hier in echten Casinos in Las Vegas per Livestream spielen kann und es hat auch einen ganz enormen Vorteil, diese Casinos zahlen die Gewinne immer innerhalb von etwa 15 bis 20 Minuten per Kreditkarte oder per Online aus. Man muss dort natürlich auch ein Konto haben und auch Spielgeld haben, denn auf Kredit können Sie in amerikanischen Casinos nicht spielen und irgendwelche Bonuszahlungen gibt es dort auch nicht. Dort geht es genauso korrekt zu wie in deutschen Casinos, da kriegen Sie auch sofort, wenn Sie gewonnen haben, Ihren Gewinn in bar ausbezahlt und hier ist das ganz genauso. Ich sage das deshalb, weil ja im Internet tausende von sogenannten Internet-Casinos, die eigentlich nur mit Software-Spielen aufgemacht worden sind. Jeder Privatmann macht heute schon auf seiner Homepage ein Casino auf und versucht damit den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Lassen Sie die Finger von diesen Internet-Casinos auch nicht von den angeblich größeren, die ihren Sitz in sogenannten Steueroasen haben und das hat ja seinen Grund. Erstens betrügen diese sogenannten Interactive Net Casinos ständig, sie haben überhaupt keine Chance etwas zu gewinnen, weil dort ganz massiv manipuliert wird und ihr Geld wird ihnen ebenfalls nicht ausgezahlt, sie müssen von vornherein schon mal mindestens 6 Wochen warten, und dann kommt das Geld immer noch nicht und dann müssten sie klagen in der Karibik oder in anderen Steueroasen, und das können sie vergessen. Deshalb sage ich, lassen Sie die Finger von diesen sogenannten Internet-Casinos, die gerade derzeit im Internet enorme Werbung machen, in Wahrheit ist das alles nur Betrug und Abzockerei. Gehen Sie per Livestream in ein Internet-Casino, welches vor Ort über diesen Livestream-Publikumsverkehr hat und auch Sie per Livestream direkt an diesem vom Publikumsverkehr frequentierten Spieltischen spielen lassen. Das sind meistens sehr große amerikanische Casino-Gesellschaften, die in Las Vegas oder in Lake Tahoe große Casinos gebaut haben, weil ein enormer Publikumsverkehr herrscht und wo sie auch innerhalb von wenigen Minuten ihr Geld auf dem Konto haben.
Leider gibt es in Europa ja so etwas nicht und ganz besonders nicht im total altmodischen und langweiligen Deutschland. Ich verstehe die deutschen Casinos nicht, die jammern täglich über den enormen Besucherschwund, tun aber nichts, um Besucher wieder anzuziehen. Vor etwa 15 Jahren hat das Casino in Hamburg und Wiesbaden ja per Internet und per Livestream ebenfalls Roulette-Spiel aus ihren Casinos veranstaltet, aber da ist eben der altmodische Bedenkenträger der Regierung gekommen und hat das verboten. Es ist schon absurd, die dämlichen und dummen Bedenkenträger, die Angst vor Spielsucht und so weiter haben, versuchen alles, den Bürger an seinen Freiheitsrechten zu behindern. Natürlich können sie in diesen amerikanischen Livestream-Casinos auch Automatenspiele machen und in Deutschland sind die Leute, die angeblich unter Spielsucht leiden, eigentlich alles nur Leute, die ihr Geld an sogenannten Daddelautomaten in der Kneipe verzocken. Natürlich gibt es auch Leute, die ihr Geld im Spielcasino beim Roulette verzocken, aber dazu brauchen sie kein Livestream ins Casino, sondern können direkt in ein deutsches Roulette-Casino gehen und damit erübrigt sich diese absurde Bedenkenfreiheit dieser dummen und ahnungslosen Bedenkenträger bei den Behörden. Es ist sowieso absurd und widersprüchlich, bis vor wenigen Jahren hat man auch in Deutschland das Internetpoker zugelassen und da haben sich natürlich einen ganzen Haufen Betrüger und Schwindler zur Tat gemacht. Beim Internetpoker wurde nur betrogen und mit falschen Softwarekarten gespielt, so dass sogar die Internetpokerspieler Abstand von der Pokerreihe im Internet genommen haben. Aber nur deshalb, weil durch diese vielen kleinen Pokeranbieter, die auf ihrer Homepage ein Pokercasino aufgemacht haben, alle nur betrogen haben. Aber das wäre eben bei diesen seriösen Casinos, die auch vor Ort große Häuser mit ihren Casinos haben und per Livestream übertragen und spielen lassen, ja gar nicht möglich. Deshalb sollte der Gesetzgeber und besonders die altmodischen deutschen Behörden endlich ins 21. Jahrhundert eintreten und das Roulette-Spiel per Livestream aus realen echten deutschen Casinos, so wie früher einmal Hamburg und Wiesbaden es gemacht haben, endlich zulassen. Ich sage Ihnen, das Roulette in Deutschland ist ganz erheblich zurückgegangen. Die deutschen Casinos, ich rede von den realen Casinos, haben einen erheblichen Besucherschwund und wenn das so weitergeht und sich nicht endlich etwas ändert, dann werden die Casinos in Deutschland bald endgültig verschwinden. Es ist ebenso so wie bei der Warenbestellung, alle wollen es heute vom Wohnzimmer aus im Internet machen, ob sie irgendwelche Waren bestellen, oder ob sie Roulette oder Pokerspiel, alle wollen das heute von zu Hause aus über das Internet machen und die Zuwachsraten in dieser Sparte sind enorm. Und wenn man da den Anschluss verpasst, dann bleibt man in Deutschland wieder mal auf der Strecke und wird untergehen, genauso wie bei den Elektroautos. Da hat nicht nur die Politik, sondern auch die deutsche Autoindustrie alles verpennt, sind altmodisch und werden es in spätestens 5 bis 10 Jahren zu spüren bekommen, dann ist nämlich die deutsche Autosindustrie endlich pleite. Und wenn die deutschen Spielcasinos nicht endlich die Möglichkeit bekommen, in die neue Zeit einzutreten, dann wird den deutschen Spielcasinos es genauso ergehen wie der Autoindustrie, sie werden vom Markt verschwinden.
so ein Mist hier. So ein Mist. Du kannst dir verrückt werden mit diesem Scheißdreck hier. Ich muss das Ding endlich mal hier machen. Mann, oh Mädel, was ist denn bloß endlich? Also ich muss das Ding endlich einstellen hier. Alle diese Scheiße hier, ehrlich. Sag doch mal, kann denn der Scheißdreck hier nicht mal eigentlich aufhören, dieser ganze Mist hier, ehrlich? Ist das ein Scheißdreck? Ist das ein Mist?